Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Aliens Colonial Marines Part 4. Ja, und ich weiß gerade gar nicht genau, was mir machen müsse hin. Ich bin gerade irgendwie planlos mit dem Typ hier. Musste ich irgendwo hin, das weiß ich noch, mit dem O'Neill. Und hier liegt auch gleich Munition, die nehme ich auf. Okay, und dann geht's weiter. Türe schließen. Stirb, du... Sulaco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Und mich fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Aber echt, hey. Da ist gerade Alien hoch. Da ist ein Alien. Ha. Ohne mich. Ich habe ihm sogar das Bein abgeschossen. Oh mein Gott, der Arme. Jetzt tut er mir irgendwie leid. Okay. So ein Typ aus meiner Klasse. Jetzt. Was war das hier gerade? Ach du Scheiße. Okay. Ich sag's euch gleich, was ich gerade sagen wollte. Hö, komm her! Da oben ist noch einer. Ich bin Gott froh, dass ich auf Rekrut spiele. Also auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Weil mein Bruder spielt auf Soldat und das sind manche Szenen wirklich so schwierig, dass man wirklich ab und zu mal stirbt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das gerade auf Rekrut spiele. Okay. Okay. Alles klar. Ich muss ihn beschützen. Ich nehme eine Schrotflinte. Okay. Der war tot. Der lebt noch. Alter. Hör. Helft ihr mir? Achso, da kann man rein. Ich bin fast tot. Mach die Tür zu schnell. Oh mein Gott. Adios, Muchacos. Ja. Tür zum Frachtraum öffnen. Das machen wir gleich. Ich guck mich hier erstmal kurz um. Was gibt's denn hier so Schönes? Ja. Das sieht aus wie so ein Kontrollraum oder sowas. Und, ja, was liegt hier? Ich bräuchte Munition. Das wäre gar nicht schlecht, wenn hier irgendwo Munition rumliegen würde. Oh. Was ist das hier? Warum kann ich als Erkennungsmarken aufheben? Yes. Okay, perfekt. Ich glaube, wenn man alle Erkennungsmarken hat, kriegt man eine Trophäe. Und ich denke mal, die ist sehr Ora. Okay, eine sehr interessante Trophäe. Ja, auf jeden Fall. Man kriegt, glaube ich, eine Silbertrophäe oder so, wenn man alle Erkennungsmarken gesammelt hat. Und jetzt mache ich mal die Türe hier auf, bevor die Aliens hier noch ausraschen voll. Okay. Ich hab's vor Axel dabei. Wir landen, Winter. Verstanden? Verstanden, Raider. Die Frachtraumtüren schließen sich automatisch. Also Beeilung! Ach du Scheiße. Alle Mann festhalten! Schließen Sie Spezialprojekte ab. Axel, wegen Winter habe ich mein Lieblingsschiff verkratzt, Sir. Es ist Ihr einziges Schiff, Reed. Schiff gesichert. Bald ist dieses Schiff voller Marines. Also, suchen wir Bella. Okay, alles klar. Sie haben eine Herausforderung abgeschlossen. Jede Herausforderung... Zu viel Text! Zu viel Text! Okay, ein ganz normaler Tag im Korps. Jetzt habe ich, glaube ich, das erste Kapitel abgeschlossen. Insektenfinger. Ich werde hier gerade von Trophäe und Text überrumpelt. Ich sterbe gleich. Ja, okay. XY Clan Killer 2, Punkte 830, Tötung 59, Hilfen 8. Ich bin Level 3. Oh, okay, nächste Mission. Ja, okay, jetzt lädt's. Ja, auf jeden Fall, so ein Kumpel aus meiner Klasse, der hat gesagt, er findet mein Aliens Colonial Marines Let's Play voll cool. Außer er findet etwas schade, dass ich immer nachlade. Das regt ihn irgendwie auf. Ich weiß gar nicht warum. Ja, okay, dann versuche ich. Passiert ist. Wer ist mit
uns auf diesem Schiff! Wir haben keine Kontrolle über die Waffen der Sulaco, Sir. Wir sind unter feindlichem Beschuss. Hier ist Trader 6-5, erwidere Feuer! Verdammt, die schießen auf uns! Keine Ahnung, ihr wollt Feuer nicht eröffnen, nur erwidern! Können Sie die Brücke der Sulaco erreichen und das Waffensystem ausschalten? O'Neill, wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf beiden Schiffen sterben! Und nein, das war keine Frage, sondern ein Befehl! Also los, Marine! Verstanden. Ach, der lebt noch! Jetzt, okay. Ja. Die unterbrechet mich hier die ganze Zeit. Das darf ja nicht wahr sein. Ja, okay, was hatte der dabei? Granate? Eine Waffe? Ja, okay, Munition besser gesagt. Stirbt! Oh, oh, oh. Ach du Scheiße, wer schießt mich da ab? Oh mein Gott. Ich glaube, ich werf mal eine Granate. Stirbt, ihr Wichser. Ha! Oh! Patrick, okay. Also jetzt muss man auch schon auf Menschen schießen, so wie ich das hier gerade sehe. Aus welchem Grund auch immer. Okay. Ich finde es gerade auch cool, da ist glaube ich eine automatische Zielhilfe. Ja, okay. Sodle, ich glaube, jetzt sind alle tot, oder? Ja. Okay, Munition. Nochmal Munition. Das brauche ich alles, weil wie gesagt, der Schuss hier in Aliens Colony Marines, der ist sehr kostbar. Das hat man ja schon gesehen. Wenn einem der Schuss ausgeht, dann ist man ziemlich gefickt, deswegen... Wo lag denn der Typ hier noch? Ach, der hatte gar nichts bei sich. Ja, okay, egal. Dann geht's weiter. Wie lang geht denn der Part? Ach, erst 7 Minuten. Ja, okay. Bella, hier ist O'Neill. Hörst du mich? Wir sind hier in einem massiven Gegenangriff von Menschen, der... Ich bin hier. Ich verstecke mich Warte mal kurz. Vorratsraum bei Frachtraum 3. O'Neill. Halte durch, Kleiner. Wir kommen und holen dich. Das sind private Militärtruppen von Weyland Yutani. Die sind angeheuert. Was soll das heißen? Das heißt, vergesst die Einsatzregeln. Die verstecken etwas und wir sollten sicher nicht hier sein. Seid vorsichtig. Verstanden, Bell. Uah, macht schon. Granaten eignen sich für größere Gruppen. Ja, okay. Das sieht man jetzt halt, wie man die Granate einsetzt. Das habe ich ja gerade schon gemacht. Also mit der linken Pfeiltaste holt man die Granate praktisch. Oder da hält man die in der Hand, wie jetzt. Und mit R1 wirft man die. Und das werde ich gleich nochmal demonstrieren. Aber davor müssen wir, glaube ich, erstmal die Türe aufmachen. Was ist das hier? Ein blinkendes Licht. Ja, okay. Mach die Türe auf. Achso, ich muss aufmachen. Ja! Ja, toll. Es war ja super demonstriert. Die Tür ist zu. Scheiße! Versperrt! Das ist echt versperrt. Da lieber nicht lang. Ja, okay, also da lieber nicht lang. Und ich sehe hier gerade schon. Kann ich da rein? Nein. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Kannst du mit einem Powerloader umgehen? Ich habe da im Training was gelernt. Ach, jetzt kann ich den benutzen. Geil. Das machen wir doch gleich mal. Yeah. Wie in den Alien-Filmen, diese lustigen Anzüge hier. Okay, der Powerloader ist ein Ladungsheber für kurze Strecken. Drücken Sie R1 mit, um mit dem rechten Arm des Powerloaders zu heben oder anzugreifen und L1, um den linken Arm zu benutzen. Okay, dann greifen wir doch gleich mal an. Ja! Okay, mit dem linken Arm. Ja! Geil. Okay, mit dem kann man ganz schön schnell laufen, aber auch langsam. Also man kann alles. Man kann schnell und langsam laufen. Okay, dann mache ich mal die Türe hier auf.
Ach du Scheiße. Ja, hier sieht man sehr viele Alien-Eier. Kaputt. Okay. Komm, O'Neill, wo bist du? Je, hier, komm. Ich habe die Tür aufgemacht. Okay, dann geht's weiter. Und zwar, wohin? Um Gottes Willen. Hört das denn auf? Actual, sehen Sie das auf unserer Kamera? Wer sind diese Leute? Ja, das frage ich mich auch gerade. Die Leute, wo mich abgeschossen hin. Ja, was sind das für Leute? Also ich weiß gar nicht, warum die mich abgeschossen hin. Ich weiß bloß, dass sie irgendwie von diesem Wayland sind oder wie der heißt. Also, sehr interessant, das werden wir vielleicht noch herausfinden. Eine Schutzweste, das nehmen wir doch gleich mal. Und ja, sehr viel Alien-Schleim hier. Hier sind auch wieder tote Menschen. Oh mein Gott, wie der aussieht. Der hat komplett weiße Augen. Aber aus ihm, da ist noch nichts rausgeschlüpft. Also, liegt da ein Facehacker? Nein, da liegt kein Facehacker. Okay, sehr interessant. Der wird wohl irgendwie durch einen Herzinfarkt gestorben sein. Okay, dann muss ich hier lang. Ja. Hallo? Oh, hallo. Der winkt sogar schön. Warum hat er so ein grünes Gesicht? Der sieht aus wie der Hulk. Okay. Naja, dann geht's weiter. Oh mein Gott! Ein Facehacker! Was? Wo ist der? Okay, jetzt ist er tot. Hoffe ich mal. Liebe auf den ersten Blick. Ja, das ist ja mal eine geile Trophäe. Liebe auf den ersten Blick. Okay, die anderen Eier sind alle zum Glück schon offen, so wie es aussieht. Und hier ist nochmal ein Schutzhelm. Und... Nicht schon wieder! Scheiß Facehacker, wo ist der? Stirb! Okay. Drücken Sie Viereck, um das Audiolog abzuspielen. Oh, ein Audiolog. Okay, das hören wir gleich mal an. Dr. Stanton, Ihr Versetzungsgesuch wird abgelehnt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es keinen Anlass zur Nervosität gibt. Ich verstehe, was Sie durchmachen. Glauben Sie mir, vor einigen Wochen war ich genau in Ihrer Situation. Doch man hat mir ausdrücklichst versichert, dass unsere Sicherheit höchste Priorität hat. Sie haben sicherlich schon die neuesten Sicherheitsvorkehrungen unserer Spender bemerkt. Mit den zusätzlichen Soldaten auf der Sulaco sind Sie sicher. Okay, alles klar. Und ich würde sagen, ich beende den Part hier jetzt mal. Ja, und dann geht's im nächsten Part weiter. Und ja, das war ein Part mit sehr vielen Trophäen und mit den ersten Facehackern, muss ich auch mal sagen. Ja, okay, also, und das erste Mal, dass wir auf Menschen geschossen haben. Ja, sehr interessant. Ja, okay, also, ich hoffe, wir sehen uns in Part 5 von Aliens Colonial Marines. Also, bis dann. Ciao.